Unsere Idee ist gsi, dass man, wenn man ein freies Wi-Fi-Netz sucht, dass man kann auf der Schweizer Karte schauen kann, wo das nächste WLAN-Netzwerk ist und dann dort go surfen gehen. Was man als Problem hatten, ist, dass die Leute, die ein WLAN-Netzwerk brauchen, oft kein Internet haben. Darum haben wir Download-Version eingerichtet, dass man kann die Karte, also einen Kartenausschnitt downloaden und den dann im Cache speichern. Das ist da. Und dann tut man den Kartenausschnitt, den man braucht, kann man abspeichern und dann das nächste Mal, wenn man die Seite öffnet, wieder benutzen. Programmiert haben wir im HTML und JavaScript. Dazu wird euch jetzt dann der Lukas noch nähere Informationen geben. Ja, das ist der Code von unserer Webseite. Wir haben alles eigentlich in HTML und JavaScript geschrieben. Wir sind eigentlich ein bisschen auf Problem gestoßen, wo wir haben wollen die Karte einbinden, weil wir haben die recht verschachtelt müssen mit so Iframe und weiteren Befehlen noch einbinden. Und wir haben dann halt unsere eigene Karte eingebunden, wo den der Kenan gemacht hat. Er sagt euch dann nachher noch etwas dazu. Und auf der Webseite hatten wir noch den Code für das Offline-Speichern von der Karte als Open Data zur Verfügung gestellt. Ja. Ja, wir haben gesehen, haben wir Open Layers braucht, wo dort dargestellt wird. Ja, und bei dem Open Layers hat man können, kann man Koordinaten eintragen. Und dann habe ich gedacht, ja, wo gibt es eigentlich freies WLAN? Dann bin ich googeln und dann hat es eine Liste auf Wikipedia, wo zum Beispiel alle SBB-Bahnhöfe sind. Dann habe ich die gefiltert, dass man nur den SBB-Bahnhof hat. Und dann habe ich die so in ihre Seite eingegeben, wo man kann. Ah, genau hier. Da. Da kann man, es gibt so eine, mit JavaScript so einen Generator geschrieben, wo er mit einer so eine URL erstellt. Und dann bekommt man von der Seite einen Return-Wert und dann hat man hier können, die Länge- und Breitengrad rausnehmen. Dann habe ich dann in ein Array rein getan. Und er hat es. Hat sie so einen Code gegeben und dann sind hier alle Länge- und Breitengrad aufgelistet worden. Dann habe ich die rausgenommen in ein neues Array getan und dann den Code generiert, wo man dann kann sämtliche ba Bahnhöfe sehen, wo also sämtliche Bahnhöfe auf der Karte verzeichnet, dass man weiß, wo man Internet hat. Das ist doch auf jeden Fall ein super Projekt. Also erstmal nochmal wirklich Hut ab, das so schnell aufzubauen. Ihr habt jetzt, wann habt ihr angefangen? Samstag oder Ja. Samstag angefangen, heute fertig. Das wünscht sich manche Firma so. Ja. Nicht schlecht. Super.